Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Business von Innen nach Außen Serie. Ich bin die Shalia und das ist die Lea und wir wollen heute in diesem Video über die zwei Lärmquellen sprechen. Die zwei Lärmquellen, von denen wir sprechen, ist zum einen der Lärm im Außen und zum anderen der Lärm im Innen. Der Lärm im Außen sind all diejenigen Impulsen, Stimmen, Schreiben, alles, was wir lesen, hören, sehen, erfahren, da draußen in der Welt um uns, die uns suggeriert, dass das Leben so funktioniert, dass das Business so funktioniert. Das sind all die Personen, die mitteilen, dass du dies tun musst, um das zu erreichen, dass du diesen Marketing-Trichter brauchst, sonst kannst du nicht Premium-Angebote verkaufen, dass du diesen Blog brauchst, damit du Credibility innerhalb von deiner Zielgruppe schaffst. Also alles, was Menschen gut meinend, finde ich, die meiste Zeit gesehen haben in ihrem eigenen Business und sie haben das, was für sie funktioniert hat, gesagt, okay, jetzt, es wird auch für dich funktionieren. Und wir haben ein bisschen im letzten Video schon darüber geredet, in der inneren Weisheit liegt die Kraft. Also sie haben ihre innere Weisheit genommen und gesagt, das ist auch deine Weisheit, bitte nimm's. Und der Lärm im Innen ist, was wir nennen, der unternehmerische Quatschkopf, diese Stimme, die dir sagt, du bist nicht gut genug, du bist noch nicht bereit, es ist gefährlich, dich draußen am Markt zu zeigen. Das sagt dir vielleicht, dass du nicht genug hast und mehr brauchst. Und wenn du es nicht hast, bist du nicht okay. Es sagt dir Sachen wie, keine Ahnung, wie der Kollege vorangeht mit ihrem Online-Kurs, ist wesentlich besser und schneller, als du es schaffst. Du bist eh zu langsam. Und diese beiden Lärmquellen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf sie richten, bringen uns ganz durcheinander. Und das gebe ich einfach als erster Impuls in den Raum und wir schauen mal, was Lea damit macht und wo wir hingehen gemeinsam. Genau. Wir haben alle immer mal wieder Momente, in denen es uns nicht so toll geht, in denen wir uns unsicher fühlen oder wir schlechte Laune haben. Und die gehören einfach zum Menschsein, dieses Hoch- und Runtergehen. Und wenn wir unten sind, dann sind diese beiden Lärmquellen verdammt verführerisch. Mhm. Dann hören wir da und hören da. Meine bevorzugte, ich war eher der Typ davor, der auf den lauten Quatschkopf im Innen abgefahren ist. Mhm. Ich dachte, ich sei noch nicht bereit, ich müsste geheilt sein, um Coach zu sein und da dann wirklich Kundinnen und Kunden auch nachhaltig helfen zu können. Und solange ich das noch nicht bin, kann ich auch noch nicht so raus und so weiter und so fort. Mhm. Also ich musste mich heilen und ganz viele Dinge tun, um endlich bereit zu sein. Mhm. Je mehr ich gesehen habe, dass ich tiefenokay bin, egal, ob ich alles gelöst habe oder nicht, dass ich tiefenokay bin mit einer kleinen E-Mail-Liste, genauso wie ich es wäre mit einer großen E-Mail-Liste. Mhm. Dass ich es bin, egal ob das Angebot funktioniert oder das Angebot nicht funktioniert, desto freier wurde ich, auf diese innere Weisheit oder eben dieses Wissen in mir zu hören, egal ob es diametral zu den äußeren Geschichten war oder auch zu den inneren. Mhm. Ein Beispiel ist, ich habe vor ein paar Jahren Coffee and Coaching
lanciert. Das war ein Offline-Event in einem Kino, in einem Café, wo sich Leute einfach für 15 Minuten mit einem Kaffee zu verschiedenen Coaches setzen konnten und so ganz niederschwellig Coaching bekommen haben. Ich hatte Flyer und Ads und das den Leuten gesagt und beim ersten Mal kam niemand. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich nicht heulend im Bus saß dazwischen danach. Mhm. Aber als ich wieder in mich gehört habe, habe ich gewusst, doch, da ist was. Ich muss es noch einmal versuchen. Mein Quatschkopf im Außen, der fand, ich muss Facebooks Ad und ich, wenn ich die noch nicht kann, dann kann ich dieses Coaching, Coffee and Coaching nicht machen. Und wenn die nicht generieren, dann kommt sowieso und so weiter und so fort. Da ich wusste, dass das einfach aus meiner Unsicherheit herauskam, habe ich genau dasselbe wieder gemacht wie beim ersten Mal. Obwohl man vielleicht denken könnte, es hat ja nicht funktioniert. Im Innen kam natürlich, du bist noch nicht bereit, was soll der Scheiß, du kannst das eh nicht, keine Sau will Coaching, die Schweiz ist noch weit von Amerika entfernt und so weiter. Zweites Mal, meine Mutter, ihre beste Freundin, meine beste Freundin. Ich saß wieder heulend im Bus. Und ich habe, als ich wieder mich beruhigt habe, der Schneesturm, von dem wir erzählt haben, hat sich gelegt. Und ich habe gewusst, nein, das geht. Ich weiß es, ich versuche es noch einmal. Hinzu kam dieses neue Wissen, dass ich weder eine totale Loserin bin, nur weil es jetzt zweimal nicht funktioniert hat, noch ein Superstar werde, wenn es funktioniert. Ich bin genauso heil, gut und ganz und Coach und Unternehmerin, ob es klappt oder nicht. Mhm. Aber etwas in mir war da und ich wollte es erneut probieren. Mhm. Ab dem dritten Mal hatten wir bis zu 20 Leute in diesen 2 Stunden Samstagmorgen. Mhm. Ich hatte unterschiedliche Coaches. Plötzlich kamen die Betreiber auf mich zu und haben Werbung im Kino gemacht, großflächig in Kinos in der ganzen Stadt. Ich habe Kundinnen generiert aus diesen 15-Minuten Gespräche für große Coaching-Pakete. Mhm. Weil ich einfach mich nicht vom Lärm im Außen und vom Lärm im Innen habe abhalten lassen, sondern immer wieder mir bewusst war, das ist Getöse, das ist White Noise und ich werde wissen, ob ich den nächsten Schritt weitergehe oder nicht. Mhm. Es hätte auch sein können, nach dem ersten Mal aus. Mhm. Das heißt nicht, dass man immer weitergehen muss. Aber zu realisieren, dass diese Stimmen da, das geht ja nicht und du hast keine Werbung und du musst Werbung so und so, diese Stimmen da, du kannst es nicht, klappt eh nie, nicht der Wahrheit entsprechen. Sondern das Wissen in mir, kann ich den nächsten Schritt gehen und was brauche ich dazu? Ja. Eine der wesentlichsten Fähigkeiten, die du entwickeln kannst in deinem Business, ist ein Bewusstsein für den Lärm und für die leise Stimmen unserer inneren Weisheit, die sagt, wie Lea gerade beschrieben hat, doch, ich mache das nochmal. Und deswegen würden wir dich einfach auffordern. Auf Englisch würden wir sagen, just to notice. Nur zu bemerken in den nächsten Tagen. Was ist Lärm von außen oder von innen? Zu bemerken, ist meine Aufmerksamkeit drauf? Glaube ich, darin ist für mich
relevante Information, verlässliche Information? Oder bin ich dabei, meine leise innere Stimme zu folgen? Und je öfters du dieses Bemerken tust, desto leichter wird es, diese beiden Dinge zu unterscheiden. Und wenn du über Jahre, wie ich es war, weit über 20 Jahre in meinem erwachsenen Leben und über 10 Jahre mein Business, ich habe immer nur auf den Lärm in innen und außen gehört. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich wieder beginnen konnte, dieses Innere zu hören. Damit schicken wir dich auf den Weg heute. Wir sehen dich im nächsten Video und wir freuen uns auf dich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.